So, YouTube, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Worker and Resources. So sieht's aus. Unser kleines Parteiviertel hinten ist fertig geworden. Genau. Außerdem habe ich das Spiel geladen. Das heißt, wir könnten eventuell Palmen pflanzen. Nicht? Wir gucken mal, ob das funktioniert. Kann ich die hier setzen? Jawohl. Ist es diesmal auch wirklich eine Palme? Es sieht auch diesmal aus wie eine Palme und nicht wie ein Palmenbusch. Dann sollten wir die mal setzen. Dann würde ich sagen, machen wir einen in die Mitte? Nee, Mitte ist doof, nicht? Ich muss das echt abmessen. Dass wir das hier irgendwie zentral hinkriegen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Dinger haben wir. 13,5 Dinger haben wir. Dazwischen. 13,5 durch 3 oder 4. Gehen wir von 12 aus, können wir alle 3 einzeln machen, nicht? Nicht ganz. Also 1 vielleicht hier. 1, 2, 3. 1 hier. 3, 1 da. 1, 2, 3. 1 da. So. Hier dann genauso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. Ja, muss ja nicht hundertprozentig passen. So, da können wir auch noch Palmen hinsetzen. Da auch noch. Ja, sehr schön. Dann passt das. Und, hier sind auf einmal Palmen da. Habe ich die vorhin nicht weggerissen? Okay, sehr interessant. Ah, ne, hier habe ich sie weggerissen. Stimmt. Palme, Palme, Palme. Palme, Palme, Palme. Palme de Mallorca. Okay, wunderbar. So, die Leute sind in ihren Sachen da. Und wir haben schon wieder, wie viel? 79 Kinder ohne eigene Wohnung. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Overlay. Wir brauchen Arbeiter mit Universitätsabschluss. Genau. Und die soll nämlich jetzt umziehen. Na? Warum kann der nicht umziehen? Warum kann der nicht umziehen? Dieses Wohngebäude ist voll. Aber warum? Es dürfen keine Arbeiter ohne Universitätsabschluss da drin wohnen. Weg mit euch. Hä? Was fällt denen ein? Schweine. Was gab es bei euch zu essen heute? Was es zu essen gab? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe selber ein Curry gekocht. Na, obwohl, asiatisch. Mit Curry. So ein bisschen. So, machen wir was so. Das scheint zu funktionieren. Okay. Dann wollen wir hier ein paar Arbeiter verlegen. Noch ein paar Arbeiter. Und dann können wir hier nämlich ein paar davon rüberziehen. So, was ist hier? Die Arbeiter nerven mich auch. Warum? Er sollte eigentlich nach da ziehen. Und von hier noch ein paar da rein. Aber irgendwie ziehen immer auch Non-Arbeiter mit. Das finde ich irgendwie sehr merkwürdig. Wahrscheinlich sind das aber die Familien. So, aber jetzt haben wir noch eine viel bessere Verteilung erstmal. Und nur noch 25, die zu Hause wohnen. Viel, viel besser. Das hier hinten sieht natürlich noch nicht so schön aus. Da müssen wir uns ein bisschen drum kümmern. Machst du auch mal Koststreams? Nee, nicht in unserer scheiß Küche. Müsste ich ja aufräumen.
Wenn ihr mir irgendwann ein Haus finanziert habt, dann gibt es eine Küche, wo ich auch Koststreams drin mache. So, ein paar Büsche auf jeden Fall. Habe ich da einen gesetzt? Nein. Gut. Bei dir nur Fastfood heute. Was? Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ich meine, trinkst Wasser und dann aber Fastfood? Also wenn es bei uns Fastfood gibt, dann ist es meistens auch selbst gemacht. So, erstmal ein paar Büsche drumherum. Was haben wir noch? Das sind nicht mal Palmenbüsche. Palmensträucher. Okay. Ich würde hier so am Weg... Ja, so Palmensträucher pflanzen. Ja. Das ist ja der öffentliche Weg. Ja, der soll also schön eingezimmert sein dann. Okay. Und dann brauchen wir so ein paar von den teuren Palmen. Machen wir immer so pro Gelände. So. Das sollte reichen. Hoffe ich. Und dann müssen wir noch renaturieren. Aber ich glaube... Das habe ich schon gemacht. Mehr ging hier nicht. Das ist wirklich hässlich. Hier hätte ich gerne echt so Rollrasen, den ich halt ausrollen kann, nicht wahr? Aber, ja, mehr ist halt hier nicht drin. So, haben wir noch 27 Leute, die nicht zu die noch zu Hause wohnen. Aber wir haben auf jeden Fall mehr Ärzte. Das ist sehr gut. Wir haben Richter. Wir haben... Polizisten, das passt alles. Und wir haben Arbeitskräfte. Dann können wir die Straßen jetzt weitermachen. Ich denke, das ist ein Ziel. Und ich würde als erstes die lange Hauptstraße hier bauen, bis zum Krankenhaus. Wir müssen die zwar außen rumfahren, aber die haben wir schon zum großen Teil bekiest, nicht wahr? Und dann können die da dran arbeiten. Die reparieren noch. Okay. Wir brauchen gar nicht mehr so viele Leute vorhalten. Ich glaube, es reicht, wenn wir ja 5 vorhalten. Weil die Grundreparaturen von einem Auto sind erstmal durch. Und hier ist auch gut was drin. 6 Tonnen Kleidung. Und der Export. Oh, letzten Monat 11.000 im Minus. Weil wir sehr viel importiert haben beim Bau für die Häuser. Stahl wahrscheinlich. Aber... Das holen wir jetzt wieder raus. Du hast sehr viel Straßenfläche im Vergleich zu Gebäuden. Ein Haus, Wohnhaus muss nicht von 3 Seiten von einer Straße umgeben sein. Das siehst du falsch. Wo siehst du ein Wohnhaus, was von 3 Seiten von Straße umgeben ist? Das sind Fußwege. Nicht verwechseln. Das sind nur Fußwege, das sind keine Straßen. Und das Spiel sieht leider vor, dass jedes Haus einen Straßenanschluss braucht, weil sonst die Feuerwehr nicht ranfahren kann. Das heißt, wenn du keinen Anschluss an die Straße hast, wird das Haus abfackeln. Das sind Spielmechaniken, die du nicht umgehen kannst. Außer du liebst das Risiko. Das hier können wir doch schon mal bauen, diese Seiteneingänge. Aber auch hier von der... Obwohl, Bushaltestelle... Doch, innen drin nicht. Die Bushaltestelle, die kriegt auch jeweils... Sieht aber nicht schön aus, die Straße. Kriegen wir die schöner hin? Ich glaube, ich weiß, was das Problem hier an der Stelle ist. Ah, okay, der ist automatisch weggegangen. So will ich die. Besser.
Dann machen wir das nämlich bei jeder Bushaltestelle die eine Seite schon mal schön. So. Bei der haben wir, glaube ich, noch nicht. Dann machen wir die Seite schön. Das ist eine Ein- und Ausfahrt. Das wird übel. Die Ein- und Ausfahrt von denen hier wegzunehmen. Tankstelle kommt dann. Polizei können wir machen. Obwohl, dann kann die Polizei jetzt nicht rausfahren. Egal. Kirche können wir machen. Da fährt eh nichts rein und raus. Krankenhaus. Okay. Das warten wir mal noch ab. Wohnhäuser. Ich hoffe nicht, dass die brennen in der Zeit. Das können wir schon mal auch machen. Also sie kriegen zumindest Kiesstraßen, die Wohnhäuser. Und dann haben wir doch wieder genug im Bauauftrag gegeben, was erstmal erledigt werden muss. Aber ich stimme durchaus zu, wie bei City Skylines wäre es cool, wenn man nicht so viel Straßenfläche bauen müsste. Klar kannst du auch alles weiter auseinanderziehen, aber wir haben gesehen, das funktioniert dann immer nur semi-gut. Viele Leute bauen auch irgendwann eher größere Gebäude. Also es gibt ja auch noch große Wohnhäuser. Da ist dann die Wohnqualität schlechter, aber es passen mehr Leute rein. Zum Beispiel könnten wir das... nicht australische, österreichische Gebäude bauen. Da würden zum Beispiel 172 Arbeiter reinpassen. Und ich glaube in die größte Platte 180, 368... Ja, passen so 300 Arbeiter im Schnitt. 200 bis 300 Arbeiter in die größeren. Und du kannst ja aus dem Workshop natürlich auch noch Häuser laden, wo noch mehr Arbeiter theoretisch reinpassen würden. Aber wird auch irgendwann unhandbar für die Menge der Leute, die auf einer Fläche in einen Laden laufen. Also dann kannst du gar nicht genug Läden in der Nähe haben. Müssen zwischen den Häusern Gehwegen sein? Nein und ja. Du brauchst keine Gehwege. Es gibt Straßen zum Beispiel, die haben Gehwege dabei. Aber die sind aus Asphalt mit Elektronik, Lichtern und sehr, sehr teuer. Und die Wege sind da natürlich eine gute, einfache Möglichkeit. Und später kann man auch auf Fußwege mit Asphaltlaternen zum Beispiel rübergehen. Aber du siehst, die nutzen die Wege halt auch sehr, sehr gerne. Und der Trick ist halt, über die Wege kannst du die Gebäudewege halt so hinbekommen, dass du bis hier hinten zum Beispiel die Kirche hast. Ich glaube auch die Kirche könnte... Ah, nicht ganz, weil die Wege nicht ausgebaut sind. Das wäre also auch so eine Sache. Wir sollten den Kiesweg unbedingt upgraden. Und den hier, damit die alle... überall hinlaufen können. Gibt es eigentlich neue Feuerwehrfahrzeuge? Noch keine. Oh, das ist schon fertig. Guck mal. Geht so schnell, dann können wir nämlich die andere Seite schon bauen. Das ist auch schon fertig, dann können wir da die andere Seite bauen. Das ist fertig, dann können wir da die andere Seite bauen. Das ist fertig, dann können wir da die andere Seite bauen. Habe ich noch irgendwo Bushaltestellen? Irgendwo hatte ich doch noch eine, oder? Hier, die hier habe ich übersehen. So. Und dann wird das doch langsam zum viel besseren Bild. Kann der Gehweg nicht parallel zur Straße sein? Ist er ja. Du kannst halt nur nicht unendlich dicht dran bauen, weil du an den Straßen, so wie hier, nur an bestimmten Stellen andocken kannst. Die laufen sogar hier drüber. Das zählt als Laufweg. Das ist ja cool. Das wusste ich zum Beispiel noch nicht.
Okay, die Kirche kriegt auch noch ihren Anschluss. Der wird auch noch ordentlich. Das sehen wir uns noch für später auf. Dann fehlt eigentlich nur als Fußweg noch das Ding abzugraden. Und das. Und das. Und ja gut, das ist unwichtig, aber wenn wir schon dabei sind, haben wir, glaube ich, alle Laufwege erwischt. Und dadurch die Reichweite der Menschen zu den Gebäuden deutlich erhöht. Wenn die denn auch noch fertig sind, kommen die anderen und dann sind die glücklich. Also grundsätzlich brauchen entweder Gebäude einen winzigen Fußweg oder einen Straßenanschluss. Es gibt solche und solche. Zum Beispiel der Kindergarten braucht nur Fußwege. Da erreicht die Feuerwehr dann den Kindergarten über die Fußwege halt. Oder die Kirche auch, nicht? Aber manche Gebäude brauchen einfach eine Straße, weil zum Beispiel eine Müllabfuhr hinfahren muss oder sowas. Ja. Und klar, du kannst auch nur die Straße bauen, damit da die Müllabfuhr ranfährt und die Gehwege komplett weglassen. Das wäre auch eine Option, aber dann musst du die ganzen Läden ganz anders planen. Das haben wir zum Beispiel im Let's Play von Staffel 6 gemacht. Da haben wir die Wege halt runter optimiert in die Hinterhöfe von den jeweiligen abgehenden Hausdingern. War schon okay, aber auch noch nicht das Nonplusultra, würde ich sagen. So, jetzt bauen wir die Straße weiter. Gehweg ist auch schon gut durch. Wenn die Straße fertig ist, dann bauen wir die hier weiter. Die hier ist schon. Könnte man das dann weiterbauen? Hier unten fährt der eine Bus raus. Das wäre auch noch wichtig. Und das Geld fließt aber. 29.000. Wir können ja mal in unsere Wirtschaft gucken. Vom aktuellen Monat. Genau. Exportiert haben wir für 22.000 Kleidung. Im letzten Monat für 100.000. Im aktuellen Jahr für fast 600.000 Kleidung exportiert. Aber man sieht, dadurch, dass wir bauen, hier haben wir nicht gebaut, da konnten mehr Leute arbeiten gehen in der Fabrik. Jetzt bauen wir mehr, es können also weniger Leute arbeiten für Kleidung, also sinkt der Wert wieder. Andererseits haben wir auch mehr Wohnhäuser. Also grundsätzlich auch mehr Leute, die zur Verfügung stehen wieder, um arbeiten zu gehen. Aber unsere Arbeitslosenquote ist sehr, sehr gering, nicht? Unsere Zufriedenheit steigt. So einzelne Sachen sind immer da, die kriegt man noch nicht weg. Sowas wie Alkoholkonsum, okay. Kriminalität ist einfach auf 160. Wenn einer irgendwas klaut, dann sind gleich alle davon betroffen irgendwie. Ja, das kriegt man nicht weg. Kind gestorben, ganz schlimm. Aber es passiert halt einfach, da kann man nichts gegen tun in der Zeit. Ich glaube, da muss man Impfung und Medizin erforschen. Ja. In diesem Jahr 9 Häftlinge entflohen. Warum? Was stört? Da kommt auch manchmal einfach ein Ausrufezeichen und man weiß nicht warum. Warum ist der Weg hier nie fertig geworden? Ach! Hier, da haben wir ein schönes Beispiel übrigens davon, wo das Spiel ein Problem hat. Der Weg kann nicht angesteuert werden, weil er keinen Zugang zu einem Weg hat. Ja, aber das ist doch dämlich. Jetzt muss ich hier einen Weg ranbauen, damit die den Weg bauen können, um dann den Weg wegzunehmen. Also das ist zum Beispiel so eine Sache, darüber müssten die da rankommen können oder über das Gebäude. Ah, sollten sie auf jeden Fall nochmal Wege und Mittel suchen, weil... Es ist ja nicht falsch. Es ist eine gültige Baustelle. Sie kann halt nur nicht mehr erreicht werden. Da müssten sich die Baustellenfahrzeuge selber drum kümmern, wie sie zu den Baustellen kommen. Kann nicht sein, dass man sich da um jede kleine Straße kümmern muss. Ich würde ja sagen, postet mal einfach in Discord,
vielleicht Layouts, wo ihr denkt, ey, so könnte man das doch auch sinnvoll aufbauen. Und dann gucken wir mal, ob das ja klappen könnte. Wir warten noch, bis die beiden da vorbeigefahren sind. Dafür müsstet ihr natürlich wissen, wie die Reichweiten von den Gebäuden sind, wie Laufwege funktionieren. Aber ja, dann könnte man das machen. Alter, ist das krumm und schief hier. Ah ja, gut. Ist es halt so. Okay, du kriegst den Weg noch gebaut. Krankenhaus wird kurz gebaut. Der Weg wird jetzt priorisiert. Das Gute ist, wir haben mit diesen kleinen Baubüros, glaube ich, ein bisschen mehr Möglichkeiten, wie die arbeiten. Fällt mir sehr, sehr gut. Worauf ich noch gucken wollte, genau, wir können gleich mal auf die neue Ressourcenstatistik gehen. Was sagt denn der Treibstoff? Guck mal, er geht weiter hoch. Er sieht auch nicht so aus, als ob er wieder runter geht. Also wir sollten uns ums Öl kümmern. Noch machen wir Plus. Aber das Plus wird dann langsam vom Treibstoff dann aufgefressen. Das heißt, da müssen wir so oder so rangehen. Eieieiei. Das könnte ganz schnell in die Hose gehen. Und hier, in der neuen Statistik Ressourcenbewegung, können wir ja mal gucken. Kleidung. Wir haben 151 produziert. Und jetzt 364. Insgesamt Menge importiert haben wir 18 Tonnen, produziert 536 Tonnen. Davon haben wir 509 Tonnen exportiert und für Bürger 13 Tonnen verbraucht. Export von Kleidung insgesamt 900.000. Import 34.000, das wird aber langsam dann fallen. Nicht? Das ist jetzt über alle Zeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel gehe auf letztes Jahr, haben wir 245.000 plus gemacht mit Kleidung. In diesem Jahr sogar 619.000 mit Kleidung plus gemacht. Gehe ich jetzt aber auf Stoff, haben wir 345.000 mit Stoff minus gemacht. Das heißt, die Hälfte, und das ist ja auch klar, Stoff zu Kleidung ist eine 2:1 Umwandlung. Das heißt, wir wissen, die Kosten von zwei Stoffballen ist die Hälfte von einer Kleidung. Da zwei Stoffballen eine Kleidung ergeben, ist die Hälfte von unserem Export an Kleidung auch die Hälfte der Kosten vom Stoff, wenn man so umbricht. Das heißt, der Stoff ist halb so teuer im Import wie der Export von Kleidung. Und weil Kleidung aber eine hohe Gewinnmarge hat, funktioniert das sehr gut als Startprodukt gerade. Und man braucht halt wenig LKW-Verkehr, nicht so wie bei Kies und andere Sachen. Genau, und insgesamt haben wir für 787.000 aber Stoff importiert und Kleidung für 889.000 exportiert. So, das heißt noch nicht so viel, das sehe ich auch nicht. 80.000 plus minus haben wir hier bei den Sachen. Das liegt aber auch daran, weil wir einen hohen Vorrat an Stoff haben. Aber ich sehe, selbst mit 3 LKW geht der Stoff schneller weg, als wir Kleidung exportieren können. Das ist schon crazy. Das heißt, wir brauchen unbedingt Stofffabriken. Ich würde sagen 3 Stück, oder? Vielleicht bauen wir die hier hin direkt. Was hält uns ab, die hier hinzubauen in die Richtung? Eigentlich nichts, oder? Dann machen wir hier so einen Industriestrang und hier die Felder hindern. Und hier halt Öl. Hier ein Hafen. Und da hinten Hafen für Kohle und Eisen. So. Und jetzt, die Wege sind fertig. Kommt ihr zum Beispiel jetzt an die Kirche ran? Ja. Guck. Jetzt kommen die auch an die Kirche ran. Vorher nur die beiden. Jetzt alle. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, die Wege abzugraden. Kann ich euch nur empfehlen. Macht das Leben für die Leute und euch auf jeden Fall leichter. Und das sieht natürlich auch besser aus, wenn die Wege dann ja nicht nur Sandwege sind.
Gut, den Weg können wir auch noch machen. Dann ist er auch schon fertig. Und haben wir hier noch... Ach komm. Den hier und den hier. Obwohl ich den doof finde, weil der schräg ist. Und die seitlichen Ausgänge hier, die bräuchten wir eigentlich gar nicht, aber... Geschenkt. Der eine hier noch. Dann können wir weitermachen mit den Straßen. Die ist jetzt fertig. Jetzt fehlt eigentlich nur die Verbindung zwischen dem hier. Und das machen wir auch. Und ich glaube, das ist so kritisch, dass wir das erst fertig werden lassen müssen, bevor wir was anderes anfangen. Weil ich glaube, die nehmen sonst böse Enden. Also langsam macht sich das. Wenn die beiden Hauptstraßen hier gezogen sind erstmal, dann sieht das noch besser aus. Das einzige Problem, was wir kriegen, 105 Kinder wollen ausziehen zu Hause. Vielleicht, ich wollte hier eigentlich auch so ein Reichenviertel hinbauen. Vielleicht bauen wir hier wirklich die großen Gebäude, diese österreichischen. Aber die werden aus Ziegeln gemacht, nicht? Ziegel sind recht teuer und Stahl. Oh, aber das eine ist hier so ein Gate. Warte mal, hier, das Gate. Oh, wir könnten hier so ein... Oh, so eine Community machen, die so ein bisschen abgegrenzt ist. Da hätte ich irgendwie schon Lust drauf. Dass man dann hier wie so durch ein Tor fährt. Ich weiß ja nur nicht, an welcher Stelle. Weil hier sollte ja Rathaus und sowas hin. Und dann können wir mit den anderen Häusern hier arbeiten. Und die haben jetzt echt viele. Sowas wie das hier. Das Problem ist in dem... Ich setze das mal kurz. Ah, okay. Die haben keine Bounding Box. Das heißt, die könnten wir auch ineinander setzen. Gated Community. Schlimmstes Städtebaukonzept, was es gibt. Nein, so muss das. Das wird eine schöne Arbeitersiedlung dann. Ist aber nicht gerade, oder? Doch, ist gerade leider. Aber nicht zur Straße, weil die Straße nicht gerade zum Haus sein kann. Naja, gut. Dann lieber so. Was haben wir noch? So lange Dinger. Die sehen aber nicht so hübsch aus. Das ist KDMC. Okay, und das ist Zentrum. Und das ist auch was anderes. Ich glaube, das sind polnische Gebäude und das KDMC sind die österreichischen. Ah. Okay, das müsste also hier so hin. Aber am besten richte ich es an dieser Straße aus, wenn das geht. So. Und jetzt ein mittleres. Das ist Zentrum. Das sind nochmal andere. Genau, das sind eher so russische Wohnblöcke. Wir suchen aber die österreichischen. Das ist das Ding. Oh. Das Ding hier. Ne, das ist die Straße. Das hier vielleicht. Da könnte man dann so um die Kurve gehen. Und hier zum Beispiel noch parallel noch ein Sim bauen. Wir gucken erstmal. Ob wir das dann so bauen, wird nochmal was ganz anderes. Das Gute ist, die kann man spiegeln. Das funktioniert. Manche Gebäude aus dem Workshop lassen sich nämlich nicht spiegeln, wenn die zu alt sind.
Schon, ist schon riesig, oder? Ich meine, das wären ungefähr 500 Arbeitskräfte. Ist ein bisschen sehr viel. Hier gibt es in Neubaugebieten eingezäunte Häusergruppen für Reiche mit Schild, Privatstraße, Videoüberwachung. Finde ich ganz schlimm. Was? Was findest du daran schlimm? Das haben wir hier doch auch. Man kann hier sogar Zäune bauen. Das Problem ist nur, die Zäune brauchen einen gewissen Abstand zur Straße. Und dann sieht das halt nicht mehr geil aus. Wenn man das so ein bisschen wie bei City Skylines eher direkt an der Straße entlang ziehen könnte oder an den Wegen, dann würde ich das auch bauen. Aber hier sind es halt irgendwie 8 Meter Abstand und dann gefällt mir das natürlich nicht so. Wenn ich hier so Zäune und dann hätte ich die Straße, da fehlt dann wieder das Gate. Das Gate ist aber wieder so ein riesiges Ding, nicht wahr? Und es gibt nur ein Gate ohne Zug und das... Nee, das hier geht noch. Also da kann man höchstens eine riesige Villa einmal setzen. So als Präsidentenpalast-Andeutung. Aber ansonsten lohnt sich das nicht. So, jetzt ist die Frage, dieses Einfahrtsgate wäre ja dann irgendwo hier. Und hier auf der anderen Seite dann wieder raus. Machen wir es auch hier hinten fest. Und dazwischen könnte ich aber noch Läden ja hinsetzen. Das geht ja hier bei dem Konzept. Das heißt, wenn wir das jetzt hier... verbinden. Straße sieht aus, als ob die nicht gerade verbunden wurde. Hä? Wie geht denn das? Ich verbinde zwei Dinger von A nach B und der macht eine krumme Straße draus? Ja, der knickt die. Warum auch immer. Ich muss Steuerung drücken, damit die gerade wird. Da ist das Problem. Wenn ich manchmal Sachen verbinde, macht er die Straße krumm, nicht ich. Guck es einer an. Das erklärt natürlich einige Sachen. Ich glaube, ich muss mit meiner gesellschaftspolitischen Einstellung irgendwann nochmal ein Baumhausdorf von Umweltaktivisten umziehen. Naja, du darfst nicht vergessen, dass hier ist Rollenspiel. Ich finde solche, in Wirklichkeit, so eine geschlossene Gesellschaft natürlich auch was ganz Schlimmes. Andererseits kann man schon verstehen, warum manche überfürsorglich sind und ihre Kinder vielleicht geschützt wissen wollen. Nicht wahr? Also, man sollte immer mehr als eine Seite verstehen an dem Problem. Weil sonst hat man nicht den vollen Durchblick und kann es auch gar nicht verstehen. Aber ich würde sagen, die Sache ist gesetzt, oder? Hier. Okay, das geht nicht. Machen wir es anders. Machen wir erst die hier. Und hier sehen wir, ist nicht gerade. Da müssen wir einmal Straße wegnehmen. Und dann sollte es klappen. Jawohl. Okay, finde ich nicht schlecht. Finde ich wirklich nicht schlecht. Und dann kriegen die ihren eigenen Kindergarten hier. Und dann haben wir... Und sie brauchen Bushaltestellen.
Obwohl, die haben eine Bushaltestelle. Die ist eigentlich von allen erstmal zu erreichen. Vielleicht von dem hier nicht. Aber von dem Gebäude aus nicht, ist die Bushaltestelle nicht weit weg. Von dem ist sie nicht weit weg. Okay, von dem wieder. Wir brauchen Müllplätze auf jeden Fall hier hinten. Der Müllplatz kann sogar so einer mit Straße werden. Und hier wie jedes Gebäude am Müllplatz angeschlossen. ...82 Meter, 118 Meter, 116 Meter. Finde ich gut. Machen wir. Jetzt plane ich eigentlich schon wieder mit Sachen, die gar nicht wichtig wären, nicht? Naja, gut. Basketballfeld. So im Innenhof. Oh, das kann ich hier nicht hinbauen. Oh. Warte mal, ich kann nicht jedes Gebäude hier hinhauen. Oh, wenn ich jetzt keinen Laden hier hinbauen kann, dann müssen wir es abbrechen. Ich dachte, ich kann hier... Ah! Okay, ich meine, die haben da einen Laden da drüben, aber nicht für so viele Leute. Und eine Kneipe kann ich hier nicht hinsetzen. Ich dachte, ich kann hier schön was reinsetzen. Ja, dann ist ja lächerlich. Das heißt, die haben nur untereinander keine Kollisionserkennung. Ah, das ist ja schade. Kann ich hier auch kein Gym oder sowas zwischenbauen? Ah, okay, die Kneipe geht auch nicht und das Restaurant auch nicht. Das gehört nämlich dazu. Weil das ja einfach toter Platz ist. Nee, komm. Nee, dann nicht. Nee, dann nicht. Dann nicht. So schön geplant. Und alles hat gepasst, nicht? Von den Straßen, von den Abständen und dann das. Ah, ich dachte... Das ist halt schade, sowas. Da ist so viel Platz, warum kann man es nicht da reinsetzen? Da muss man wahrscheinlich einen Mod mit deaktivierte Kollisionserkennung oder sowas dann bauen. Ah, schade. Gut, aber wieder um was leichter oder reicher. Und zwar in Erfahrung, dass wir die Dinger vielleicht doch nicht bauen. Und dann... Mal gucken. Ja, die finde ich jetzt auch nicht so hübsch, muss ich gestehen. Dass ich die hier wirklich setzen wollen würde. Obwohl mit so einem Arc de Triomphe vielleicht könnte man nochmal arbeiten. Wie viel passen da rein im Kleinen? 42. Den gibt es auch in Groß, nicht? 115 passen da rein. Aber der sieht halt nicht geil aus. Ist ein bisschen größer, schmaler als das Ding hier. Und braucht keine Straße. Also die könnte man zum Beispiel dann so stellen. Nicht? Und dann Weg nur durchziehen. Weil du ja gesagt hast, weniger Straßen. Das wäre jetzt zum Beispiel hier möglich bei denen, die so hinzuzimmern. Und die ganz großen von denen 154, 156. Wohnqualität, wenn ich mir die aber angucke, ist bei 77. Ist jetzt auch nicht so. Die hier haben nämlich 87, das macht nämlich auch die Glücklichkeit aus. Die anderen haben nur 82. Die kleinen hier, die haben 89, die wir jetzt gebaut haben. Nee. Dann würde ich echt bei dem erstmal bleiben. Aber die haben halt eine Straße, nicht? Ich glaube, ich muss mit meiner... Achso, nee. Aber sehr viel Abstand. Ja, gut. War ja nur demonstrativ. Ja, die brauchen halt den Straßenanschluss. Tja, dann bauen wir hier doch nochmal so ein reichen Viertel in sich geschlossen hin, oder? Dann gehen wir von der Straße hier aus. Und ziehen einen Weg. Und wir sehen, der Weg ist schon wieder nicht gerade geworden. Ach du Scheiße. Da kommen die krummen Straßen hierher.
Ich habe mich schon gewundert, warum ich das nicht gerade ziehen konnte. Aber er ver... Da. Er macht das. Krass. Hat er mich ja richtig verarscht. Okay, das ist ein bisschen sehr weit weg hier. Können wir da ein Stück dichter? Nee, geht nicht dichter. Denn Goethe war dichter. Okay. So. Wie wollen wir die Straße reinlaufen lassen? Also die kriegen auf jeden Fall von hier eine Straße, die nach da läuft. Aber dann fahren da vielleicht die Autos durch. Direkt aneinander zu bauen, kannst du nur mit gewissen Gebäuden. Also es gibt spezielle Gebäude aus dem Workshop, da geht das. Oder die hier. Die haben wir ja schon aneinander gebaut. Also... An manchen Stellen kannst du die halt aneinander setzen. Musst du zwar händisch machen, aber es geht. Aber ich will ja keine Gebäuden wie Villen aneinander setzen. Also warum sollte ich das so eng aneinander bauen? Das ist ja... Das sieht ja nach nichts aus. Das soll ja gerade Platz bringen für die Leute. Nee, nee, nee. Aber wir könnten diesmal mal gucken... Auch wenn es nur für den Gag ist, so einen schönen Zaun drumherum bauen. Betonmauer. Aber das kostet echt viel Geld, nicht? Eisen, Beton. Deswegen baue ich die mal nicht. Ja, die gehen in die Hunderttausende, so eine Mauer. Nee, 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 das lassen wir. Das Problem ist, das hier wird mir ein bisschen zu groß. Eigentlich will ich nur auf der Seite so ein paar Villen haben. Vielleicht machen wir so eine Villenstraße. Wo einfach so ein paar Privilegierte drin leben dürfen. Ah, die Straße geht, kann nicht von hier abgehen. Zum Beispiel, das finde ich auch komisch. Warum kann die Straße nicht von dem Knotenpunkt abgehen, weil da ein Fußweg rangeht? Ist auch ein bisschen schwach vom Konzept her. Aber das heißt... Ja... Das wäre so die Straße. Und da kann ich die nicht rankriegen. Und dahinter, ich weiß gar nicht, warum der Fußweg hier gar nicht vorher an die Straße rangeht. Ist da vielleicht wieder so ein Verbindungs... Ah, da ist so ein Verbindungspropfen. Der verhindert das. Dann kann ich nämlich... Ja, guck mal. Dann kann ich doch auch viel dichter da rangehen. Und dann auch viel dichter die hier setzen. Der Weg hier ist vielleicht, glaube ich, relativ notwendig. Aber wenn sie dafür einen Fix haben, bin ich irgendwann glücklich. So, so, so kann ich das durchgehen lassen. Und dann eins... Noch eine fünfte. Was ist das in etwa? Sieht halbwegs okay aus, oder? Weniger Flächenverbrauch. Ja, aber Fläche... Also, wenn du ein Problem in dem Spiel nicht hast, ist es Fläche. Was für die Laufwege vielleicht aber gar nicht so doof wäre. Da könnte man drüber reden. Geht ein bisschen nach rechts abschüssig. Kann man sich ein Häslinial... Also es gibt ein Lineal-Tool, aber bleibt es offen, wenn ich wechsle in den Baumodus? Wo ist denn das? Hier. Kann ich mir hier nicht so eine Linie anlegen? So.
kann ich sagen, Messwerteigenschaften anzeigen. Lass die offen und kann ich jetzt in den Baumodus? Ah, guckt mal. Das ist vielleicht eine Idee. So. Und dann immer so zwei Dinger dazwischen. Zwei Dinger dazwischen. Klappt nicht ganz. Weil das mit der Straße dann nicht passt. Okay, zwei Dinger dazwischen. Und dann wird die Straße halt ein bisschen Hummer. Zwei Dinger dazwischen. Und jetzt mal gucken, ob das hier besser aussieht. Das sieht viel besser aus. Die Linie ist nur nicht ganz gerade, aber okay, also damit kann man sich behelfen mit dem Messtool. Ist gar nicht schlecht. Besser als vorher. Auf der anderen Straßenseite auch noch 5 Häuser. Da wollte ich andere Sachen bauen. Da kommt was wie Kneipe und so hin. Das einzige Problem, was ich gerade sehe, jetzt. Die sind zu eng. Das komme ich nicht mit den Wegen dazwischen ran. Okay. Ah, jetzt wissen wir ja, wie es geht. Also, die Linie nochmal ein Stück weiter nach vorne vielleicht. Wir müssen noch einen Millimeter. Na? So. Wir machen den mal da mittig drauf. Und dann machen wir das nächste so mittig. Jetzt weiß ich nur nicht. Ah, jetzt habe ich nicht drauf geachtet, wo ich das drauf ausgerichtet habe. Nämlich an der Unterkante vom Grünen auf dem Punkt geht das hier. So. An der grünen Unterkante vom Punkt. Ist das schon wieder zu eng? Das sind doch wieder nur zwei Dinger. Das sieht mehr aus, als es dann am Ende ist. So. Jetzt sind es 3 Punkte nämlich erst. So. Naja, gut. Dass es mit dem Weg nicht ganz gerade werden kann. Damit haben wir uns ja schon abgefunden, nicht wahr? Okay. Aber grundsätzlich geht's. Das hier kriege ich nicht hin. Wir könnten versuchen, die Straße dazwischen anders hinzukriegen. Aber ich glaube, die ist so eng. Die kann ich nur ziehen oder nicht ziehen. Und die kriegt genau da einen Anschlusspunkt, wo sie den Anschlusspunkt kriegt. Ja. Also ich kann hier nicht zwischendrin irgendwie anhalten. Kacke. Naja, gut. Dann. Ah, aber Neuziehen hat geholfen. Ja, so ist doch gut. So ist doch viel besser. Du brauchst nur bei jedem zweiten Haus einen Fußweg dazwischen. Theoretisch ja. Aber stell dir mal vor, die wollen in die Richtung nach zu etwas oder in die Richtung zu etwas. Dann wäre es besser, wenn die nach links und rechts rausgehen könnten. Das spart ihnen 10 Meter. Das kann dir schon wieder helfen, ein Gebäude einzusparen. Ich weiß, klingt doof, ist aber so. Ja, das passt schon. Wir müssen ja jetzt auch nicht übertreiben.
Okay, und einziehen dürfen wieder nur gebildete Bürger. Und wir wollen keine Bürger kaufen. So passt mir das. Müllplatz brauchen die. Da kommen wir leider nicht drum herum. Aber wir könnten einen Müllplatz mit kleinen Containern machen. Der hat 0,27 Tonnen. Ich bin aber eigentlich eher so ein Fan von diesen großen Müllplätzen. Vielleicht, wenn wir den nehmen und genau dazwischen packen. Das würde doch ganz okay aussehen können, denke ich. Und dann machen wir hier links eine Kneipe hin. Da muss nämlich eine hin. Oder wir nehmen anstatt einer Kneipe ein Restaurant. Zum Beispiel den Bierpalast. Oder das Delice Café. Oder eine österreichische Kneipe. Wie viel Alkohol kann die speichern? 5 Tonnen. Mhm. Ja, die heben wir uns vielleicht auf. Kaffee der Ausblick. Strandkaffee. Auch nicht richtig. So eine Kneipe hier. Vielleicht auch ein bisschen zu groß. Hier sowas mit so einem Eckding. Das passt doch. Das Problem ist der Müllplatz. Ah, ich weiß, was wir dahin machen. Das passt schon. Machen wir es so dahin. Dann haben die hier hinten nämlich auch mal eine Kneipe. Und wenn wir jetzt hier Wohnhäuser hinbauen, dann haben die Nahrung, eine Kneipe. Wir brauchen einen Kindergarten wieder. Dann haben wir nämlich nur einen. Ich glaube, der ist langsam überlastet. Und da würde ich dann aber auch so einen... den hier vielleicht bauen. Ja, so ein Gebäude, nicht wahr? Auch der mittig. Ja. Und was machen wir hier auf die rechte Seite? Was brauchen die noch? Flächenverschwendung. Ach, Quark. So viel Fläche, wie wir haben. Polizeirevier, technische, medizinische, Waisenhaus, Schule, Kindergarten, Feuerwache. Vielleicht eine kleine Klinik. Aber eigentlich haben wir eine Klinik erstmal. Hier Kultur könnte irgendwas hin. Das Amphitheater. Oh ja, hier in die gebildete Ecke so ein Amphitheater. Das finde ich gut. Amphitheater klingt nach keinem Spaß und deswegen bauen wir es. Und ja, eigentlich könnte ich die Wege direkt aus Kies bauen, nicht? Aber falls ich mich verbaue, kann ich hier jetzt nochmal nachjustieren. Und ärgere mich da nicht. Okay, Bushaltestelle geht nur nach da. Café nach vorne. So ein Anschluss. Und das an die Ecke. Perfekt. Brauchten wir noch was in der Ecke? Wahrscheinlich Wasser langsam. Wie sieht es denn mit der Wasserstation aus? Ich glaube, hier war eine. Würde noch alle mit versorgen. Ich würde aber gerne hier hinten eine neue Wasserstation aufbauen. Hier hinter. Einfach, weil wir es können. Weil hier... Wo ist denn der Anschluss? Hier. Dass wir mit der so weitergehen... Ich weiß aber noch nicht, wie die Wohnhäuser hier wären, die anderen, nicht wahr? Okay, dann...
Habe ich jetzt bei denen das eigentlich eingerichtet? Ja. Okay, nicht, dass ich das bei denen gemacht habe, die ich abgerissen habe. Dann bauen wir jetzt wieder so. Und diesmal bauen wir die anders. Damit es so ein bisschen anders aussieht. Machen wir den vielleicht so. Den so. Und dazwischen könnten wir zum Beispiel ein Hochding setzen. Aber können wir noch gar nicht. Ah, wir haben gar kein Hochhaus. Aber wir könnten diesen Block da hinsetzen. Oder, stimmt, oder wir bauen da so das mit diesen Blöcken hin. Das wäre doch was. Zentrum B2 Short, B3, B1. Okay, also das hier ist B1. Und B1 kommt wie hin? Ich glaube, so rum. Oh, da ist ein Weg übrig geblieben. Geh erstmal weg. Also B1. So. Dann B3. Da hatte hier GamerPaddy recht nicht, dass es keine Snapping Points gibt. Ist hier echt übel. Und dann B2. Ist das Dach jetzt in beiden Richtungen richtig rum? Kann das schwer sehen. Also hier fällt es, glaube ich, nach vorne ab. Ich glaube, hier ist es egal, nicht? Und hier fällt es nach vorne ab. So. Und dann könnten wir wieder ein B1 hier hinten ran machen. Dann haben wir so einen richtig dicken Wohnblock. So, und da haben wir gesagt, wie rum? Eigentlich müsste er so rum hin. Ja, der steht falsch rum. Wenn ich mir das nämlich jetzt nochmal angucke. Weil die anderen haben auch die Front nach vorne. Ich weiß nicht, ob man hier mit H oder sowas mehr einblenden kann, aber ich glaube nicht. Nichts, was an der Stelle hilft. Der hier steht doch nicht gerade. Ja, der steht falsch. Das wäre ja fast was geworden. Und das im realistischen Modus. Bam. Kann ich den spiegeln? Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Mann. Ich wette, wir sehen nachher voll die fetten Kanten und das sieht scheiße aus. Aber dann ist es so. Und die Folge ist zu Ende. Ich habe mich komplett verbaut. Bis dann.